Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wieder mit einem Tabaktest. Und zwar seht ihr das hier stehen, den neuen Yellow Punch von Holster, den es seit ein paar Tagen auf dem Markt gibt. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Holster generell eine sehr geile Marke, die ich mega feier. Qualitativ mega nice. Und ich habe ja hier auch, wie ihr sehen könnt, Grape 2.0 stehen, Eiskaktus von Holster stehen. Also Holster auf jeden Fall eine sehr geile Marke, die ich feiere. Geschmacklich natürlich immer abhängig davon, was man mag. Es gibt natürlich Geschmäcker, die ich nicht so geil finde, aber das ist dann einfach nur mein Geschmack. Zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie Ananas ist nicht so mein Favorite. Kommt dann auch natürlich immer darauf an, ob da noch eine andere Frucht mit dazu gemischt ist oder nicht. Deswegen, Geschmack ist ja immer von dem abhängig, aber bei Holster wirklich qualitativ mega nice. Generell das ganze Gesamtpaket feiere ich sehr. Und deswegen würde ich auch sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Test. Aber vorher noch der Hinweis, man kann theoretisch auch noch diesen Minzshot dazu packen, den es von Holster gibt, den es zum Beispiel für Grape 2.0 gab, damit man dann so diesen klassischen Traube-Minze hat. Kann man auch hier machen, das habe ich auch schon mal bei anderen Zitronentabak ausprobiert. Ich habe da ein bisschen Minze reingemacht, in der Tupperdose stehen lassen. Hat man so eine Zitrone minzemäßig, was ist auch mega geil. Werde ich hier definitiv auch mal ausprobieren, aber heute wird es nur rein um diesen Tabak gehen, so wie man den so kaufen kann. Und vielleicht werde ich das mal auf Instagram dann mal posten oder so, wenn ich dann mal ja, das Ganze mit dem Minzshot probiere. Aber heute erstmal rein diesen Tabak. Yellow Punch, Design wie immer von Holster. Also Holster hat auch geiles Design. Man merkt auf jeden Fall, dass sie sich da wirklich Mühe geben. Es kann natürlich auch sein, dass viele das nicht feiern, aber das ist sehr auffällig. Die haben diesen Hintergrund hier am Start. Beziehungsweise immer bei diesem Früchtetabak immer hier so diesen, ja, ich sag mal, das ist so so ein Horizont oder so. Dann sieht man hier so ein paar Fäuste für Punch natürlich. Und Yellow halt ein bisschen so, ja, grün-gelb. Natürlich ist Yellow gelb, aber grün-gelb halt. Weil Zitrone und ich denke mal so ein bisschen Limettenelemente vermutlich auch drin. Deswegen halt dieses grünliche und ja, hier unten Punch Edition, mega nice. Und hier oben ganz klassisch das Holster Logo, so wie man es kennt. Designtechnisch ist auf jeden Fall Holster bei mir sehr weit oben, deswegen kriegt das von mir auch eine glatte 9, weil ich das wirklich sehr feiere. Es ist auch so schmal gehalten, ist auch sehr cool, kann man das aufreihen und ich finde im Regal sieht das eigentlich sehr schön aus. Also ich feiere das mega, deswegen auch eine 9 von mir für das Design. Aber viel wichtiger ist ja die Qualität und der Geschmack und deswegen kommen wir auch direkt zum Schnitt und Feuchtigkeit des Tabaks und dann direkt auch zum Kopfbau parallel und dann zum Geschmack. So, wir machen den Tabak hier mal gemeinsam auf und rühren das Ganze erstmal ganz geschmeidig um. Und ja, was direkt auffällt, ist die Farbe des Tabaks. Die ist ein bisschen dunkel. Ich habe im Vergleich mal den Eiskaktus von Holster und da könnt ihr mal ganz klar den Unterschied sehen. Der hier ist auf jeden Fall heller als der hier und das werde ich euch gleich mal erklären. Das fällt auf jeden Fall auf, dass er ein bisschen dunkler ist. Zum Geruch werde ich gleich was sagen. Das habe ich leider gerade vergessen, weil wir das hier gemeinsam aufgemacht haben. Ich rühre den um. Wie gewohnt, Qualität mega nice. Also ihr seht es einfach, der Schnitt ist Bombe. Der Schnitt ist wirklich einer der besten Schnitte, die ich, also wie ich finde, generell von der Produktion her auch sehr geil. Feuchtigkeit auch mega top. Ich würde sagen, ich rühre das Ganze mal jetzt weiter um und baue dann nochmal direkt den Kopf hier. So, der Kopf ist gebaut und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Sequenz. So, der Kopf steht, wie ihr seht, Kohle ist auch schon drauf und ich wollte noch mal ganz kurz was zum Geruch und zu der Farbe sagen. Ich mache mal kurz hier die Dose auf. Also geruchlich erinnert er mich an so einen Zitronenkuchen, beziehungsweise so kleine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich werde euch die mal hier einblenden, wenn ich das finde. Das sind so Zitronenrollen gewesen, die so ein, ja, so eine künstliche Zitrone drin hatten. Und danach riecht das Ganze und da kommen wir auch mal direkt zur Farbe zu sprechen, warum das so dunkel ist. Wahrscheinlich einfach aufgrund eines Aromas, was das so ein bisschen dieses Süßliche reinbringt. Ich denke, ich vermute mal Vanille, macht das Ganze ein bisschen dunkler. Es riecht auf jeden Fall mega danach. Wenn man richtig intensiv dran riecht, dann riecht das auch einfach so nach so einer Zitronensüßigkeit. Also es soll ja auch eine süße Zitrone sein vom Geschmack her. Deswegen ergibt das Ganze natürlich auch einen Sinn, dass das halt so ein bisschen in die süßliche Richtung geht. Vor allem auch mit dem Kuchen, wie ich gesagt habe. Und wenn da Vanille wirklich verarbeitet wurde, das weiß man halt nicht, stehen ja keine Inhaltsstoffe drauf, aber ich vermute es einfach mal, deswegen auch die Farbe. Und ja, dementsprechend riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Lecker im Sinne von, ich war kurz davor, mir die Finger abzulecken, weil das so, ja, danach mich daran erinnert hat, an diesen Kuchen. Deswegen, ich würde mal direkt sagen, ich nehme den ersten zu. Die ist auf jeden Fall am Start. Direkt auch mal eine Kohle runter. Okay, ich muss jetzt echt ein paar Züge hintereinander nehmen, damit ich überhaupt irgendwie was einschätzen kann. Ja, also ich muss sagen, geschmacklich ein bisschen enttäuschender als der Geruch leider. Bin auch ein bisschen überrascht. Ja, also man schmeckt eine leichte Zitrone raus. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also eine sehr leichte Zitrone.
minimal cremigen Abgang. Ich hatte ja jetzt auch letztens den Baklava-Tabak getestet, deswegen habe ich da so den direkten Vergleich. Nicht so extrem cremig, also ja, eigentlich gar nicht in die Richtung, aber so ganz leicht. Es ist auf jeden Fall nicht sauer, es ist nicht so minzig, beziehungsweise nicht so mentholig. Also minimal kühl, also wirklich sehr, sehr minimal. Also zu dem Gesamtfazit komme ich wie immer gleich. Rauchentwicklung seht ihr ja. Ist Bombe, also ist Rauchentwicklung 9, also das ist bei Holzer sowieso immer der Fall. Dadurch, dass der Tabak auch extrem feucht ist, beziehungsweise wirklich gut feucht ist, ist die Rauchentwicklung auch mega nice. Und ich hatte zu Schnitt und Feuchtigkeit keine Bewertung gegeben, das ist auf jeden Fall auch wirklich für mich eine 8,5 bis 9 sogar, also das ist wirklich qualitativ eh top, deswegen ist jetzt auch irgendwie nicht rumgepusche oder so, jeder der Holzer schon mal probiert hat, weiß es. Ich würde sagen, ich rauche den Kopf wie immer entspannt zu Ende und werde euch dann gleich mein Gesamtfazit sagen, deswegen bleibt dran. So, der Kopf ist durch und kommen wir direkt zum Gesamtfazit, zu dem Yellow Punch von Holster Tobacco. Ich muss sagen, ich werde mir definitiv einen halben Shot von dem Minz-Shot von Holster direkt da reinmachen, weil im Gesamten fehlt mir irgendwie so ein bisschen was, so der Kick, sage ich einfach mal. Geschmacklich mega nice, man hat auch beim Rauchen auf jeden Fall doch noch diese kühle Note gemerkt, also dieses minimale, ja, ich sag mal, dieses eisige, hat man auf jeden Fall gemerkt beim längeren Rauchen, aber ich finde, dieser Kick vom Minz-Shot müsste da auf jeden Fall noch rein, damit der so ein bisschen, ja, außergewöhnlicher wird, beziehungsweise ein bisschen, ja, gesamtmäßig ein bisschen geiler wird. Man konnte den auf jeden Fall sehr entspannt rauchen, geschmacklich auch mega nice, schmeckt auch nicht so klassisch nach Klostein. Ich hatte einen Freund, der nicht so viel mit Shisha zu tun hat, der hat mal so einen Zitrone-Minze-Tabak probiert und fand den irgendwie so wie Klosteine, wie sie riechen, hat er so geschmeckt, hat er das so gesagt. Deswegen, das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall, der schmeckt so sehr zitronig, süßlich, eher in die süßliche Richtung. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Minz-Shot den auf jeden Fall gut aufpimpen wird. Definitiv werde ich mir die Hälfte da reinmachen, direkt ohne große zögern, wie gesagt, weil so einzeln schmeckt der sehr geil, aber ich brauche, finde ich, für mich diesen Kick, der das nochmal ein bisschen verfeinert, und man kann ja diesen Minzshot, wie gesagt, schon am Anfang auch zu anderen Tabaksorten zumischen, die halt auch passen. Zudem würde der auf jeden Fall sehr gut kommen, deswegen werde ich das auf jeden Fall machen. Generell werde ich den auch mit dem einen oder anderen Tabak mischen und probieren. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Geschmack, ich muss aber sagen, es ist so eine, ja, 7,5 bis 8, also es kratzt an 8,5, aber ich denke mal, ja, durch den Minz-Shot wird der auf jeden Fall geiler werden. Deswegen werde ich das definitiv machen. Aber im Großen und Ganzen preisleistungsmäßig top. Ein Tabak kostet wie immer 18 Euro für 200 Gramm. Ja, wenn ihr den Minz-Shot noch dazu holt, keine Ahnung, 1,50 oder so kostet der. Oder 2 Euro, lass es 2 Euro sein. Packt ihr noch die Hälfte dazu, dann könnt ihr die andere Hälfte zum Beispiel zu einer zweiten Dose dazu mischen oder zu einem anderen Tabak. Bezahlt im Großen und Ganzen ungefähr 19 Euro und dafür kriegt ihr auf jeden Fall richtig geilen Tabak, der wirklich sehr lecker schmeckt. Und wie gesagt, nicht so klassisch nach dieser Zitrone, wie man es kennt. Bekommt von mir hier preisleistungsmäßig auf jeden Fall eine 8,5. Wirklich sehr nice. Wie gesagt, Holster sowieso für mich einer der guten Marken. Ihr macht mit dem Kauf auf jeden Fall nichts verkehrt. Den kann man auf jeden Fall rauchen. Der wird auf jeden Fall auch nicht lange stehen bei mir. Deswegen im Großen und Ganzen kann man machen. Und ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr anders machen würdet, beziehungsweise ob ihr den Tabak schon gekauft habt, probiert habt oder ob ihr den probieren werdet. Und lasst mir auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Es werden auf jeden Fall weitere Videos folgen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier auf jeden Fall gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.